Hallo Leute von heute. Heute habe ich mal wieder ein Lego Star Wars Set Review für euch. Und zwar den Clone Scout Walker aus dem Jahr 2019 aus der 20 Jahre Lego Star Wars Jubiläumsserie. Und ja, das Set kostet 30 oder hat 30 Euro UVP gekostet. Das ist ja leider schon aus dem Programm gegangen und hat 251 Teile enthalten. Hier könnt ihr auch schon dann direkt das aufgebaute Set sehen. Und ich würde mal sagen, wir starten mit den Minifiguren. Als erstes haben wir dann hier Darth Vader in seiner 20 Jahre Lego Star Wars Edition. Das heißt, er ist exklusiv in diesem Set mit dabei. Auch sehr schön, wie hier auf dieser Platte steht. Das ist so ein Podest, das wurde aus ein paar Teilen zusammengebaut. Auf jeden Fall auch sehr schön. Hier kann man dann auch noch halt eben die anderen 20 Jahre Lego Star Wars Jubiläums-Minifiguren dran machen. Ich hole mal kurz eine. Hier dann zum Beispiel Han Solo und dann sieht das so verbunden aus. Sieht natürlich cool aus, wenn man alle 5 hat, aber ich habe leider nicht alle. Die Minifigur an sich ist ja dieselbe wie vor 20 Jahren. Wir können mal kurz den Helm abnehmen. So sieht er dann aus. Auch mit den Augen sehr schön, nur komplett schwarz. Man sieht, die Beine sind überhaupt nicht bedruckt, der Torso ist ein bisschen bedruckt. Hier dann sein Umhang. Und hier hinten sehen wir dann 20 Jahre Lego Star Wars drauf. Ja, gut, das finde ich nicht so schön. Bei Darth Vader ist halt eben noch toll, dass der Umhang das wenigstens bedeckt, diesen Print. Ich finde, man hätte es auch ein bisschen anders machen können. So vielleicht so ein kleines 20 Jahre Logo machen und nicht den ganzen Rücken dann komplett mit 20 Jahre Lego Star Wars bedrucken. So, als nächstes haben wir dann hier einen gewöhnlichen Kampfdruiden mit dabei. Nichts Besonderes, auch leider nicht in Kashyyyk-Muster, obwohl der Klon Scout Walker leider, also nicht leider, zum Glück auf Episode 3 basiert, leider kein Kashyyyk-Battle-Druiden, so mit diesen grünen Markierungen, sondern nur einen ganz normalen. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Hätte noch eigentlich auch ganz gut in dieses Set oder in dieser Welle gepasst. 2019 ist ja auch das Droid Gunship und der AT-AP Walker rausgekommen. Als Neuauflage. Als nächstes dann, nach Darth Vader eigentlich meine Lieblingsfigur aus diesem Set. Und zwar ein Kashyyyk-Clone-Trooper. Der kommt so in dieser Variante, glaube ich, exklusiv in diesem Set vor. Er hat aber ein paar Unterschiede, ein paar minimalistische Unterschiede zu denen aus dem 2016er Clone Scout Walker. Sehr detailreich, auf jeden Fall bedruckt. Hier dann auch schön mit einem Blaster bewaffnet, genauso wie der Kampfdroide eben. Hier dann auch die Maske, sehr schön. Alles auch an den Seiten hier bedruckt mit den tarnfarbenen Muster. Und wenn man dann den Helm abnimmt, dann sieht man hier das grimmige Klonkrieger-Gesicht. Als nächstes haben wir dann einen Wookiee-Krieger mit dabei. Auf jeden Fall auch mal sehr schön. Das ist nicht Chewbacca, das sieht man auch am Umhängegurt, der hat nämlich keine. Und das dann hier, ich habe ihn mit so einer Chewbacca-Armbrust bewaffnet im Set. Das zeige ich auch nochmal kurz auf dem Karton. Hier ist der nicht damit bewaffnet, sondern mit einer anderen Waffe. Aber ich persönlich finde die Armbrust besser, deswegen habe ich die mal dran gemacht. Auch sehr schön mit einem Fell. Das Fell sieht auch anders aus wie das von Chewbacca. Ich hole mal kurz Chewbacca zum Vergleich. So, hier kann man auch sehen, dass das Fell ein bisschen anders gewölbt ist beim anderen Wookiee. Und ja, das ist halt dann eben hier so ein riesiges gemodeltes Teil. Kann ich auch nochmal ganz kurz abnehmen. Und darunter dann einfach nur ein komplett brauner Torso, sonst gar nichts. So, dann haben wir als nächstes bei diesem Set hier mit dabei ein Schützengraben. Auf jeden Fall auch sehr cool.
Hier aus diesen einzelnen Teilen, die wurden dann so zusammengesetzt und aneinander gemacht mit diesen Gelenken. Das heißt, man kann auch variieren, man kann den auch so zusammenklappen, wenn man möchte. Oder so hinstellen. Oder dann halt eben komplett aufklappen. Wie man das halt eben möchte. Ich finde es halt eben schade, dass der hier hätte der noch etwas höher gehen können. Ein bisschen mehr, dass Minifiguren ein bisschen mehr Deckung haben. Aber ja, gut, stört mich jetzt auch nicht wirklich. So. Hier hinten kann man eine Minifigur dran stellen. Und hier ist dann das Gewehr, was abfeuert. Das ist ein großer, normaler Star Wars Blaster. Auch sehr schön, kann man auch für andere Sachen benutzen, falls man jetzt nichts mit dem Schützengraben machen möchte. So. Dann haben wir hier als nächstes einen Spinnendroiden mit dabei. So ein kleinen. Doch, das müsste ein Spinnendroide sein oder sowas in der Art. Ja doch, Spider-Droid. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube schon. Hier dann mit seinen zwei Augen, das wurde mit einem Telefonteil gemacht. Auch sehr schön. Stud-Shooter, ja gut, viele nervt das. Mich persönlich nervt das jetzt mal ausnahmsweise nicht. Hier unten dann so ein transparentes Teil, damit er so schön stehen kann. Hier dann die drei Beine. Auch mit hier B1-Kampfdruiden, Oberkörpern in Grau gemacht. Hier ein bisschen gehalten. Kann man dann auch verstellen. Oben dann die Antenne. Leider mit einem blauen Pin hier gemacht. Nicht so schön. Hier dann ein Kugelgelenk, womit man auch den Stud-Shooter ein bisschen mehr bewegen kann. Insgesamt ein ganz solider, cooler Separatisten-Droide. Und als letztes haben wir den Clone Scout Walker an sich. Es ist ein geniales Set, meiner Meinung nach. Nur, ja klar, der Clone Scout Walker, er hat nicht den richtigen Maßstab, das ist schon klar. Das ist der aus dem 2016er Clone Turbo Tank, der hat dann eher den richtigen Maßstab. Der ist eigentlich viel zu groß, aber er sieht genial aus, meiner Meinung nach. Er hat auch sehr viele Parallelen, wenn nicht sogar, dass er fast identisch ist mit denen aus 2013 von der 501. Legion. Und ja, ich persönlich finde den hier tatsächlich in Kashyyyk-Muster besser. Wundert mich eigentlich, weil ich die 501. eigentlich ganz cool finde. Und auch ein großer Clone Wars-Fan bin. Aber ich finde den hier vom Design tatsächlich besser. Fangen wir hier mal mit den Füßen an. Die sind groß und dick gebaut, sodass der schön stehen kann. Die Beine, ja, die kann man nicht wirklich bewegen. Man könnte den jetzt nicht wirklich umstellen. Also er muss eigentlich so stehen bleiben. Man könnte klar noch ein bisschen so machen. Das so andeuten, dass er geht. Aber ja, ansonsten geht das halt eben nicht. Dann hier die Beine schön detailreich gemacht. Geht dann hier hoch zu den Geschützen. Ja, das Geschütz, das lässt sich nicht nach unten oder oben bewegen, nur ein bisschen zur Seite drehen, sonst lässt sich eigentlich nichts mit dem Geschütz machen. Halt eben hier noch unten Stud-Shooter, klar, den kann man auch abfeuern und der ist meiner Meinung nach auch richtig gut angebracht, dieser Stud-Shooter. Finde ich echt cool, wie die das gemacht haben, tatsächlich, obwohl ich Stud-Shooter eigentlich nicht so cool finde. Hier dann ein paar Sticker, kann man mit leben, so extrem viele waren das dann auch wieder nicht im Set. Hier dann die Seite ein bisschen offen und hier oben ist dann Platz für den Kashyyyk Trooper. Hier oben dann weiter noch ein bisschen Antennen. Und ja, das war's auch eigentlich schon vom Clone Scout Walker. Also er ist ganz in Ordnung, ganz solide. So. Das war's aber auch dann schon vom Review. Insgesamt muss man sagen, es ist ein ganz solides Set, aber man braucht es halt eben nicht wirklich. Es sei denn, man will unbedingt diese Darth Vader Minifigur haben. Trotzdem ein cooles Set. Ist cool, wenn man es hat, aber wie schon gesagt, braucht man nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr hattet viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.